Willkommen, meine laktosenintolerante Zuschauer. Mein Name ist Abraham Okult. John F. Kennedy ist tot, so viel steht fest. Doch was genau am 22. November 1963 geschah, ist aus Sicht Hunderttausender bis heute ein Rätsel. Schon kurz nach dem Attentat in Dallas fürchtete man einen Komplott, dass Lee Harvey Oswald den beliebten Präsidenten aus Überzeugung niederschreckte. Wollten etliche Amerikaner nicht wahrhaben. Ihr habt euch wieder für Verschwörungstheorien entschieden. Durch einen Abonnentenwunsch kann ich das noch verfeinern. Heute stelle ich euch 5 Verschwörungstheorien von John F. Kennedys Ermordung vor. Aber bevor wir anfangen, oben rechts in der Infoblase habt ihr die Chance, das nächste Thema auszuwählen. Also draufklicken. Wir fangen an. Die KGB-Theorie. Der kalte Krieg zwischen den USA und der UdSSR dient vielen als schlüssiger Beleg für die Annahme, dass der russische Geheimdienst KGB den Mord Kennedys im Auftrag gab. Zudem lebte der Schütze Oswald 2 Jahre in der Sowjetunion, hatte eine russische Frau und pflegte Kontakte zu sowjetischen Diplomaten. Bis heute kursiert die Theorie, dass ein Geheimdienstler Oswald als KGB-Agent anheuerte und ihn auf den US-Präsidenten ansetzte. Die Schwulentheorie. Besonders bizarr scheint die Annahme, dass Kennedy aus purer Lust von einem Homosexuellen ermordet wurde. Nach Meinung der damaligen Bezirksstaatsanwaltes von New Orleans, Jim Garrison, war der Pilot David Ferry die treibende Kraft hinter dem Komplott. Kennedy sei alles gewesen, was Ferry nicht war. Erfolgreich, viril, beliebt, gut aussehend und wohlhabend. Garrison schien überzeugt, dass die Verschwörer hinter dem Mord homosexuelle Abweicher waren, die puren Gefallen und Lust am Tod des Präsidenten empfanden. Die Mafia-Theorie. Unter allen Vermutungen rund um Kennedys Tod gehört die Mafia-Theorie zu den populärsten. Führende Mafia-Bosse sollen wütend gewesen sein auf Kennedy, der das FBI härter gegen das organisierte Verbrechen der Mafia durchgreifen ließ. Der Attentäter Oswald soll zudem selbst Verbindungen zum Mob gepflegt haben. Und auch Oswalds Mörder Jack Ruby soll von der Mafia geschickt worden sein, um zu verhindern, dass der Cope letztendlich ans Licht kommt. Die Kuba-Theorie. Angesichts der Spannung zwischen Kuba und den USA wurde vermutet, dass der kubanische Revolutionsführer Fidel Castro die Ermordung Kennedys anordnete. Auch die Castro-kritischen Exilkubaner gerieten in Verdacht, diese sollen nach Kennedys fehlender Unterstützung bei der Schweinebucht-Invasion und dem gescheiterten Sturz ihres Anführers verbittert gewesen sein und den Präsidenten, der ihnen den Rücken kehrte, den Tod gewünscht haben. Die CIA-Theorie. Der mächtige US-Geheimdienst CIA taucht in fast jeder Verschwörungstheorie um Kennedys Tod auf. Auch Secret Service, Bundespolizei, FBI und Pentagon werden genannt. Verschwörer glauben, dass die CIA sich für die gescheiterte Invasion in der Schweinsbucht auf Kuba rächen wollte. Kennedy hatte die Operation, die zum Sturz Fidel Castros führen sollte, gegen den Willen der CIA abgebrochen. Eine weitere Theorie lautet, dass die CIA einen Angriff auf Kuba mit einem misslungenen Attentat anzetteln wollte. Die Agenten wollten daneben schießen, trafen Kennedy aber versehentlich im Kopf. Am Ende angelangt, welche der 5 Verschwörungstheorien sind für euch am wahrscheinlichsten? Schreibt mir das in die Kommentarliste. Über eine Bewertung würde ich mich sehr freuen. Für jeden Neuankömmling steht ein Abonnierbutton bereit. Das war's, euer Abraham Okult.